So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video zu dem Castlevania-Nachfolger Bloodstained Ritual of the Night. Wurde über Kickstarter finanziert und der Originalentwickler von einem bestimmten Castlevania, was alle gemocht haben, ist es irgendwie und so. Ich habe nie viele Castlevania-Teile gespielt, obwohl ich Metroidvanias echt gerne mag. Das einzige Castlevania, was ich wirklich komplett durchgespielt habe, war davor Aria of Sorrow. Und ich habe den Teil jetzt hier schon ein bisschen gespielt. Ich bin hier da, Spielstand 9 Stunden drin. Die habe ich, glaube ich, gestern gespielt, die 9 Stunden. War ein paar davon AFK, also zählt nicht alles. Und das Spiel hat die Mechaniken, die ich bei Aria of Sorrow auch sehr gemocht habe. Und deswegen ist die Frage an euch dann direkt mal, gibt es die Mechaniken noch in anderen Spielen? Ihr könnt beantworten, wenn ihr das Video gesehen habt. Aber okay, wir sind hier im Spiel. Ich sehe ultra merkwürdig aus. Warte, verwandeln wir uns einfach ins Standard-Waifu. So, ja, hallo, das ist mein Charakter. Ist ein Metroidvania, ihr seht die Karte hier. Man kann viel erkunden in viele Richtungen. Ich habe sogar 2 Bosse extra heute, die wir machen können. Ja, habe alles hier aufgespart und vorbereitet, aber ich bin komplett OP, weil das Spiel hat einige ultra coole Mechaniken, die ich sehr zu schätzen weiß. Es gibt nämlich eine Mechanik, dass wenn man Gegner besiegt, dass diese einen Seelenkristall oder eine Scherbe, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, droppen. Und diese Scherbe gibt mir die Fähigkeit, gibt mir eine bestimmte Fähigkeit. Je nach Gegner eine unterschiedliche. Und ich kann jetzt hier blind in Gegner reinkloppen, aber die Scherben droppen jetzt nicht so oft. Aber wir können kurz ins Inventar gehen. Hier, Scherben. Es gibt 5 verschiedene Scherbentypen. Auslösen, Wirkung, Richtung, Verzauberung und Vertrauter. Das sind einfach Zauber, so gesehen, die man ausrüsten kann. Und jeder Gegner kann einen droppen. Und je nach Ding kann man unterschiedliche Sachen hier halt machen. Gibt da diesen Kopfflegel, da kann ich zum Beispiel dann so ein das hier rumschwingen und viel Schaden auf einmal machen. Es gibt Ratte beschwören, da beschwöre ich halt eine Ratte, die rumläuft. Ja, hallo. Die explodiert, glaube ich, sogar, ja. Dann Fledermäuse, also es ist sehr viele, die bei den Roten sind sehr viele Beschwörungen dabei. Hier kann ich ein paar Fledermäuse beschwören. Ist halt alles nur, um ein bisschen Damage zu machen. Todesschrei kostet 100 Mana. Also haben wir ultra viele Zauber und die kann ich alle leveln, je nachdem, was ich cool finde. Ich habe den Shovel Knight gerade. Ja, es gibt Shovel Knight in dem Spiel. Ja, der gräbt dann für mich ein bisschen und haut wieder ab. Es gibt auch eine geringe Chance, dass so ein Giga-Shovel Knight kommt, der einfach ein Kilometer groß ist und sehr viel Schaden macht, denke ich mal. Ich habe ihn noch nicht in einem Kampf bekommen. Es gibt dann noch die blauen Scherben. Das sind Fähigkeiten mehr so. Also zum Beispiel damit kann ich Objekte greifen und durch die Gegend tragen. Damit verwandle ich mich in ein Bunny Girl. Ulala. Die ein bisschen stärker von den Angriffen her ist und so ein paar eigene Moves hat. Die kann so ganz schnell treten und Wurfmesser werfen. Aber die Form verbraucht mein Mana oben links, wie ihr seht. Deswegen sollte ich es mal kurz wieder auffüllen. Dieses komische Buch, was mich da gerade hinter mir anschreit, ist eine grüne Scherbe, ein Companion. Da habe ich 4 Stück bisher. Genau, aber es gibt, man weiß halt nicht, was ein Gegner droppt. Man kann jeden Gegner ein paar Mal töten oder, was heißt, paar Mal, 50 Mal töten oder so. Und dann kann es sein, dass er das hier droppt. Aber jeder hat halt einen speziellen Drop. Dafür gibt es hier unten extra ein Archiv. Ja, hier sieht man, wie viel Prozent man vom Spiel gemacht hat. Ultra genau. Und hier sind alle Gegner aufgelistet und neben den Gegnern sind auch die Splitter, die sie droppen. Wie ihr seht, farme ich sehr gerne die meisten Gegner, damit ich einfach schon direkt die ganzen Scherben habe. Irgendwie von der Lore her heißt es auch, dass umso mehr man von diesen Scherben sammelt, umso korrumpierter wird man. Aber bisher ist mir noch nichts aufgefallen und ich habe echt viele Scherben. Deswegen ist es ganz gut. Bei dem Typen kann ich die Scherben aufwerten für Material. Beziehungsweise es gibt 2 Möglichkeiten, die Scherben stärker zu machen. Wir gehen nochmal kurz zu den Scherben, dann kommt Gameplay. Ich schwöre. Ich will es nur kurz erklärt haben. Zum Beispiel hier die Flammenkanone. Da steht unten, unter der Auflistung, steht der Rang 9, Stufe 9 und Mana-Kosten. Genau, den Rang steigert man, indem man Items ausgibt, bestimmte für den Stein, um den aufzuwerten. Und die Stufe steigert man, wenn man diese Seele öfter sammelt. Und Rang 9 und ist das höchste. Deswegen ist diese Flammenkanone ultra strong. Ja, also man kann einen Gegner so lange farmen, bis 9 Mal dem seine Seele gedroppt ist, wenn man den Zauber auf der maximalen Stärke haben will.
Und man, einiges an Material muss man halt sammeln, um das sich leisten zu können. Dieser Zauber hier war ursprünglich ein einzelner Feuerball, der 30 Schaden gemacht hat. Ich schieße jetzt 5 Stück, die 75 Schaden machen. Das ist, ja, ein einzelner Angriff von mir macht 70 Schaden. Oh, da habe ich eine Scherbe bekommen. Knochenwurf wurde zum Beispiel gerade stärker. Genau. Und ansonsten kämpft man sich durch diese riesige Map, sucht also sich alle möglichen Bosse zusammen und verprügelt die. Und findet halt neue Fähigkeiten und so weiter. Ich habe zum Beispiel schon einen Doppelsprung bekommen. Und dieses mit diesen, wenn Gegner einen eigenen Loot-Table haben, dieses Archiv finde ich schon super cool. Hier sehe ich, okay, diese Kanone da kann zu 2% ihre Scherbe droppen. Das ist übrigens, daher habe ich den Feuerball. Die ist im Tutorial-Gebiet, diese Kanone. Kann ich empfehlen zu farmen, dass man den Feuerball oft hat. Der ist echt stark später. Ja, und was es sonst so droppen kann. Kann eine Kanonenkugel droppen, kann eine Ulme droppen, das ist Holz. Es ist halt super cool, hier so eine Liste zu haben. Und wenn man was noch nicht gedroppt bekommen hat, steht einfach Fragezeichen da. Dann weiß man, oh, ich muss den mehr farmen, dann kann da noch was droppen. Es gibt Gegner, die droppen bestimmte Waffen und sonst was. Ich habe ja hier so ein Schwert, das kann ich auch aufladen. So ein Dampfschwert, was man aufladen kann für ein bisschen mehr Schaden. Finde ich jetzt nicht ultra cool, aber es ist das Beste, was ich seit langem bekommen habe. Und hier sind meine ganzen Waffen, die ich dabei habe. Es gibt zum Beispiel auch Kampfstiefel. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber... Ah ja. Ja, es gibt auch so Kombos, die kann man finden, scheinbar. Ja. Und dass ich so rot leuchte, das macht dieses Buch. Das ist einfach ein Damage-Buff. Ja, guck mal, das ist sogar das Ulfbert-Schwert. Das kennt ihr vielleicht, falls ihr ein Destiny-Video von mir gesehen habt. Das ist ja so ein... Also ist ja eigentlich eine echte Wikinger-Waffe gewesen. Deswegen... Aber finde ich ganz lustig, dass es hier auch ein Ulfbert-Schwert gibt. Das Spiralschwert, damit habe ich die meiste Zeit gespielt. Das macht wenig Schaden, aber es trifft öfter, weil es so eine drehende Klinge, so eine Art Kettensäge ist. Damit habe ich sehr viel gespielt. Dann gibt es halt Peitschen, Schusswaffen, ja, Dolche, normale Schwerter. Die fliegende Klinge, die benutze ich auch sehr gerne. Da ist so ein Schwert, was so nach vorne sticht und eine Bewegung macht. Es gibt halt super viele coole Sachen zu finden. Es gibt auch so Wände, die man aufschlagen kann und alles. Also das Spiel fördert Erkunden sehr. Und... Was super cool ist, irgendwann im Spiel schaltet man dieses Rad hier frei hier. Da kann man einfach seine Ausrüstung in einer Sekunde halt wechseln. Man kann so Ausrüstungssets speichern. Zum Beispiel hier oben habe ich ein Schusswaffenset und da habe ich als gelben Stein Feuerwaffen machen mehr, schießen schneller, machen mehr Schaden. Und dann kann ich halt direkt zur Feuerwaffe wechseln, aber dann kann ich auch direkt zum Schwert wieder zurückwechseln. Das Schnellmenü ist super cool. Ich benutze es nicht, aber von der Theorie hier ist es echt cool. Ja, das Spiel über Kickstarter finanziert ist, sind zum Beispiel so Sachen wie diese interessant aussehenden Gemälde im Spiel, weil das wahrscheinlich die Kickstarter-Unterstützer sind. Aber das ist nicht schlimm. Es gibt dafür aber auch ultra coole Gegner. Oh, genau, bevor wir zum Boss gehen, zeige ich euch ein paar coole Gegner, die ich im Schloss gefunden habe. Weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass die nur wegen dem Kickstarter da sind. So, hier links müsste der, glaube ich, sein. Ja, guck mal, wie cool ist das denn? Einfach eine Giga-Dämonenkatze. Ich glaube, die beschwört Feuer unter mir. Oh Gott, die kann auch nach mir hauen. Sitz. Pfui, miese Katze. Los. Wie mache ich Shovel Knight nochmal? Los, Shovel Knight. Ja. Alter, ich krieg so einen Kristall. Cool. Die haben echt niedrige Dropchancen. Das ist nicht so häufig, dass man die kriegt. Ah ja. Es gibt auch noch einen zweiten coolen Gegner, den ich als Tiergegner nicht bisher gesehen habe. Der sehr wahrscheinlich durch den Kickstarter ins Spiel kam. Den zeige ich euch noch kurz. So, hier ist der Gegner. Hier kann man auch diese Bunny Girls farmen. Es gibt halt so Gegner, wo ich wirklich halt eine Stunde an denen rumgefarmt habe. Einfach nur, um die Fähigkeit zu verbessern. Weil dieser Trittkick ist super cool. Und guckt mal! Ein riesiger Doggo! Aua! Sitz! Habe ich bisher nur hier gesehen, diesen riesigen Doggo-Kopf. Aber fand ich lustig. Deswegen wollte ich ihn euch gezeigt haben. Die Wurfsterne selbst 100 Schaden machen. Und Lilischwanz, die brauche ich. Genau, also hat auf jeden Fall ultra viele lustige Gegner. Und was ich sehr mag am Customizen vom Character. Ihr habt ja gesehen, ich hatte eine Weihnachtsmütze auf. Alle Gegenstände hier haben ein eigenes Model, die man anlegen kann. Außer, also beziehungsweise hauptsächlich für den Kopf kann man verschiedene Sachen anlegen. Die Körperkleidung ändert nichts am Aussehen, egal was man da anlegt. Aber die Weihnachtsmütze hat sehr viel Glück. Und Glück macht halt, dass die Dropchance steigt von Items. Deswegen habe ich die Weihnachtsmütze an. Und ich habe so eine Steinmaske, die hat allgemein +1 auf ein paar Stats und gute Verteidigungswerte. Deswegen habe ich die auch an. Die erinnert mich sehr an Jojo, die Steinmaske.
Und deswegen ist sie auch cool. Die Weihnachtsmütze finde ich jetzt nicht unbedingt so hip. Aber ich brauche auch gerade kein Glück. Lauf mir nicht mit Weihnachtsmütze, sondern einfach damit rum. So. Fällt's nicht so auf. Ich meine, wir leuchten eh die ganze Zeit rot durch unseren Buchkumpel. So, eine letzte Sache noch. Falls das Spiel startet und euer Charakter blau ist, es gibt im Schloss hier einen Friseur. Ich weiß nicht warum. Aber hier kann man sich, verschiedene Frisuren holen. Das hier ist die Standardfrisur. Und die ist standardmäßig, glaube ich, in der Farbe. Ja, genau. Und die Kleidung ist auch standardmäßig blau. Wir könnten sie heute lila färben mal. Problem für mich ist halt, dass es keine lila Haare gibt. Deswegen habe ich rot genommen. Ah ja, man kann sich hier irgendein cooles Outfit zusammenstellen, wie man lustig ist. So, jetzt sehen wir so aus. Ja, bringt nichts, aber kosmetische Sachen sind ja immer ganz lustig. Der Schal ist übrigens auch sichtbar, ne? Da habe ich so einen Häschenschal. Der blaue ist, glaube ich, so ein Standardschal, aber ja, wir nehmen den Häschenschal wieder, unsere Steinmaske und das Gadgetband. So, dann sehen wir jetzt so aus. So, jetzt haben wir genug Krimskrams gesehen, dann gehen wir hier nach oben rechts, weil dort hatte ich einen Boss gesehen. Und hier, genau überall von mir habe ich einen Boss gesehen. Aber ich denke mal, der oben rechts sollte ich zuerst machen. Keine Ahnung, welchen ich zuerst machen muss. Aber wir gehen mal zu dem. Und spielen jetzt einfach so weiter ohne Cuts und alles einfach ganz gechillt normal. Ich hole auch wieder das Buch raus. Das habe ich gerade mal weggesteckt, weil ich nicht die ganze Zeit rot leuchten wollte. Aber hey, genau, die haben wir ja gerade schon getötet. Der Feuerballzauber ist halt komplett broken. Es hat sich sehr gelohnt, diese Kanonen eine Stunde zu farmen. Kann ich nur sagen. Muss ich hier ein Stockwerk runter und dann rechts. Genau. Ganz lustig. Man sieht, dass der Fahrstuhl so programmiert ist, dass das Spiel einfach beschleunigt wird, wenn man da drin ist. Weil der Charakter läuft da drin ultra schnell, während er runterfährt. Aber habe ich kein Problem mit. Ja, so wäre normal kämpfen. Also, ich brauche trotzdem 2-3 Schläge nur für die Gegner. Weil diese Feuerbälle sind halt so krass. Das sind Speicherräume einfach mit dieser riesigen Motte. Und die sind meistens auf Vorbossen und so. Wenn man stirbt, wird man zum letzten Speicherpunkt zurückgesetzt, sei als Warnung. Es gibt sehr viele Wände, wo Zeug drin versteckt ist, wie zum Beispiel hier. Das sieht man, dass die so aufgebrochen ist. Da habe ich was gefunden. Kann ich euch nicht mehr sagen, was. Aber irgendwas war dort. Genau. Und diese Türen heißen Boss. Und da bin ich einmal reingegangen, so. Und dachte, oh, hier kommt ein Boss. Den hebe ich mir auf fürs Video. Sieht nämlich krass aus, weil es hier so 3D ist. Dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Wahrscheinlich irgendwo... Oh, Gottes Willen. Ein halber Hund. Drache. Und noch ein halber Hund, Drache. Okay. Dann muss ich wohl gegen dich kämpfen. Hier. Okay, sobald der Rechte da noch herkraxelt, hauen wir schon mal drauf. Ich will jetzt nicht nur den Feuerball drauf spammen. Der sah aus, als würde er beißen. Du auch. Alter, ich trete rein. Oh, ich bin runter. Halt, lass mich einen Schritt zur Seite, bitte. Ah ja, man muss auch so ein bisschen mitlaufen, ich verstehe. Ich wollte meinen Shovel Knight aber mal gegen euch einsetzen. Oh, er hat mich getroffen. Perfekt. Könnt ihr aufhören, hier zu laufen? Shovel Knight! Ja! Shovel Knight! Aua. Alter, ich muss die ganze Zeit hüpfen, weil sie die ganze Zeit auf mich schlagen. Aua. Was macht man da? Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt machen wir ein paar Feuerbälle, glaube ich, in die rein. Machen wir die einfach kaputt. Ich bin ja schon selber halb besiegt. Wahrscheinlich geht der noch ewig und ich sterbe jetzt einfach. Aua. Aua. Ja, chill. Ich wurde gerade getroffen. Ich habe auch Feuer. Einfach auf beide Nasen. Das ist ganz schön tankig. Ich glaube, wir sollten echt aufpassen, was wir tun. Ja, ich wollte gerade sagen, es sah aus, als würden die beißen wollen. Oh! Oh, können runter! Wir haben sie besiegt. Gerade so. Hallo? Achso, Bosse droppen auch immer direkt ihre Scherbe. Höllenatem, stoße Flammen in eine vorgegebene Richtung aus. Und was ist hier drin? Silberbromid. Ach, das brauche ich, um ein Foto zu machen. Frag nicht.
Höllenatem, da können wir mal angucken. Ist jetzt mein neuer Feuerball. Ja, jetzt kann ich es nicht mehr einsetzen, weil ich keinen Mana habe. Wir setzen es ein, sobald ich Mana habe. Aber ein cooler Boss. Wäre auch wahrscheinlich. Ich spiele auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Es gibt noch zwei höher. Ich spiele auf normal. Weil ich einfach Spaß dran habe, alles schnell wegzuschnetzeln. Also da stört es mich nicht dran, dass es dann manchmal zu einfach ist. Aber es gibt noch zwei höhere. Und ohne den Feuerball wäre ich wahrscheinlich bei dem Boss auch gestorben. Ich habe auch schon Bosse, wo ich einfach zwei, drei Versuche gebraucht habe. Also ultra einfach ist das Spiel jetzt nicht. Aber hey. So, wo komme ich denn hier raus? Hallo? Einfach hier unten? Ah, hier war ich schon mal. Ja, ja. Hier bin ich drunter gelaufen und dann ging es hier nicht weiter. Ah, ja, jetzt schon. Okay, sonst war nichts auf dem Turm. Sehr schön. Aber wir haben ihn gemacht. Und da war ja ein cooler Boss. Und wir haben ja noch einen zweiten Boss. Ja, mit dem Silberbromid kann ich ein Foto machen, weil ich brauche einen Ausweis, um mit der U-Bahn zu fahren oder mit dem Zug. Der Zug war da unten, wo ich diesen Hundekopf bekämpft habe. Und ja, da brauche ich erst einen Ausweis. Ich habe auch schon jemanden gefunden, der mir einen Ausweis macht oder seinen überlässt, aber ich brauche ein Foto dafür. Und in dem Dorf, wo die NPCs chillen, gibt es so eine Kamera. Da heißt es, ich brauche das Silberbromid, um ein Foto machen zu können. Deswegen ja. Achso. Da ist jetzt meine Fähigkeit. Der Boss einfach. Kostet sehr viel Mana. Und ich habe keine Ahnung. Ah, macht aber 100 Schaden auf pro Treffer. Also ist auch stark. So, nochmal Mana auffüllen. Dann gucken wir es nochmal jetzt an. Feueratem. Yes. Also fliegenden Gegnern, die abhauen, ist immer nicht so easy einzusetzen. Aber es wirkt ganz gut. Bei dir können wir es testen. Du läufst oft nur geradeaus. Jo. Sieht doch ganz cool aus. Aber verbraucht auch echt viel Mana im Vergleich zu den Feuerbällen. So, dann benutze ich aus meinem Inventar einen Wegstein. Der bringt mich aber wieder zurück zum Dorf. Ganz gechillt. Hallo. Und dann kann ich kurz mal das Steinmenü auch zeigen. Und dann gehen wir mal nach oben zu dem anderen Boss, den ich gefunden habe. Hallo. Ja, hier kann man kochen. Wenn man gekochte Sachen zum ersten Mal isst, kriegt man einen Stat-Bonus irgendwie. Ich habe es nicht ganz verstanden. Hier kann man seine Scherben auch aufwerten. Das steigert den Rang. Und je nach Dingen verändert es halt die Fähigkeit ein bisschen ab. Da schießt mehr Fledermäuse, wenn ich das upgrade. Steigert die Dauer. Mehr Gemälde, größere Abdeckung und so weiter. Jo, ansonsten kann man hier auch Gegenstände auseinandernehmen. Aber da braucht man irgendwelches so spezielles Zeug. Aber dann kriegt man halt das ganze Material daraus, was ganz cool ist. Und kann sich hier alle möglichen Sachen noch selber craften, wie Spielzeugschuhe oder sowas. Je nachdem, man findet im Schloss auch immer wieder Rezepte die ganze Zeit. Kann man sich dann alles Mögliche hier herstellen und craften. Ja, an Rüstungen, an Hüten, alles Mögliche. Niedliche Bestienbaskenmütze. Süß, brauche ich Feenflügel. Genau, aber dafür waren wir ja nicht hier. Wir wollten uns unser Foto schießen lassen. Hier drüben ist ein Laden, da kann man Gegenstände kaufen. Hier ist so eine Oma, die weiß nicht, was sie essen will, aber man muss es ihr bringen. Aber die hat immer ein Bild über sich, also kann man schon erkennen, was es gibt. Und hier gab es eine Kamera. Aber ich würde sagen, das mit dem Foto lassen wir jetzt sogar für das Video hier noch. Wir machen einfach den zweiten Boss. Warum nicht? Für den müssen wir von hier nach da links drüben da hochklettern und dann einmal da komplett rechts rüber. Hier war nämlich eine Bosstür. Genau. Aber da bin ich nicht reingelaufen. Weil ich mir dachte, hey, ich wollte ein Video dazu machen. Dann kann ich sogar zwei Bosse in einem Video machen. Aber der coolste Gameplay-Channel der Welt. Der sogar nochmal an dieser coolen Katze. Tschüss. Vorbeigehen darf. Njabon. Ist ja auch echt cool, wie krass treu sich das Spiel dem ganzen Castlevania-Kram geblieben ist. Weil, wenn ihr ein altes Castlevania anschaut, dann seht ihr es einfach schon. Also wie unten rechts die Namen da stehen und so. Bei den ganzen alten Castlevania-Spielen steht es halt einfach exakt genauso da. Das ist cool. Also man merkt auf jeden Fall, dass es ein Successor ist. Spiritual Successor oder so, wie es heißt. Hier komme ich zum Beispiel nicht hoch. Irgendwann, wenn ich höher springen kann, dann komme ich hier hin. Und allgemein sehr viele Stellen, wo man halt wieder zurückgehen muss, sobald man eine Fähigkeit hat oder so. Und das werde ich auch, aber ja, muss erstmal die Fähigkeiten finden, ne? Der hier kann eine ultra coole Seele droppen. Optimierer heißt die. Es gibt nämlich diese gelben Scherben, zu denen bin ich gar nicht gekommen. Die verbessern größtenteils Fähigkeiten oder passiv. Also die sind passiv, die gelben.
Aber machen zum Beispiel, dass man schneller angreifen kann und dass man mehr Schaden macht und so. Und die hier haben Optimierer. Der steigert den Waffenschaden und die Geschwindigkeit von allen Waffen. Was halt super cool ist, weil es irgendwie eins für Großschwerter, eins für Feuerwaffen, eins für Speere, eins für Schwerter, eins für Dolche, eins für Treten und so gibt. Und das Optimierer ist einfach für alles gleichzeitig. Und wenn man den auf Maximum hat, ist der wahrscheinlich halt super cool, weil man dann nicht mehr auf eine Waffenart fixiert sein muss. Also werde ich mir den wahrscheinlich farmen, weil dann muss ich nicht mehr mit Großschwertern spielen. Ich habe mich halt von Anfang an auf Großschwert... Ja, hat halt dieses Spiralschwert und fand das cool. Und dann habe ich jetzt größtenteils bisher damit gespielt. Aber ja, ihr habt ja von den Stats und so gesehen, dass ich erst bei 50% vom Spiel bin. Kann dieses Pferd aus mir rausgehen? Danke. Tret können. Danke, Pferd. Aua. Aua. Verschwinde. Ich weiß schon, warum ich auf normal spiele. Es gibt blaue Kisten, die tauchen immer wieder auf. Also die da zum Beispiel, da sind da so ein paar Crafting-Materialien drin. Da ist nichts Besonderes drin, deswegen, ja, ist es nicht schlimm, dass ich die jetzt liegen lasse. Aber wir sind da, wo wir hin wollten. Hier im Bücherregal, die muss man immer lesen, da findet man entweder ein bisschen Story oder irgendwelche Kombos, die man mit Waffen einsetzen kann. Jo, aber ich habe noch keine für Großschwerter, glaube ich, gefunden. Oder ich habe das Bücherregal übersehen. Die sind echt unauffällig, diese Bücherregale. Zwei andere Sachen, die ich noch nicht die ich erst voll spät im Spiel gecheckt habe, ist erstens, es gibt eine Taste, um nach hinten auszuweichen. Kann man halt zuschlagen und dann direkt ausweichen. Und wenn man springt und schräg nach unten nochmal springt, kann man so einen Kick machen in die Richtung. Ich weiß nicht, ob ich das von Anfang an konnte, aber ja, ist eine sehr schnelle Fortbewegungsmöglichkeit auf jeden Fall, wenn man das immer wieder hintereinander macht. Und ich hoffe, ich habe gespeichert. Einfach sicherheitshalber nochmal. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich mein Buchbegleiter noch weiter verbessern wollen würde, müsste ich die Buchgegner, die genauso aussehen, farmen, damit ich halt einfach noch mehr Seelen und Material von denen bekomme und dass ich mein Buch weiter aufwerten kann, dass es halt noch besser ist. Keine Ahnung, wie viel besser es wäre, aber hey, ein weiterer Boss. Hallo? Ja, wahrscheinlich da hinter dem Vorhang. Kann ich einfach durch den Raum durchgehen? Nein. Okay, hallo, wer ist da? Ach, die! Die kenne ich aus einem Trailer. Keine Sorge, Leute, die zieht sich was an. Die Blutlady. Der traurige Schirmblutlady. Kann ich dir irgendwie helfen? Was, du willst aufs Maul? Okay. Ich habe keine Ahnung, was die kann, aber wir hauen da einfach unsere Feuerbälle rein. Man kann auch auf Gegner so drauf treten. Okay, die wird hundertprozentig gleich komplett ausrasten. Okay, die kann Blutmagie. Aua, und macht 50 Schaden bei der Berührung. Okay, 50 Schaden bei Berührung heißt sehr gefährlich. Okay, und wie macht sie diese Schirme, die irgendwie mir den Weg abschneiden? Kannst du aufhören zu 100 Schaden macht der Schirm. Aua. Okay, okay. Ich passe auf, Leute, keine Sorge. Hauen wir dir die Kleidung vom Körper? Die heilt sich. Hat sich geheilt. Aua. Ah. Hallo? Ich hab Angst. Was machst du jetzt? Ich habe nicht mehr die Bewegungsfreiheit, die ich haben will. Ah, ich kann die Schirme weghauen von mir. Okay, das ist ganz cool. Allerdings ist die echt stark. Hätte ich einen Trailer halt gesehen. Ja, ihre Kleidung geht langsam weg. Habe ich richtig gesehen. Bester Bosskampf. Ich habe Heilungsmittel. Ich kann noch, glaube ich, kann ich essen, um mich zu heilen? Ja. Das ist halt ganz gut. Okay, ich bin wieder voll. Das ist echt gemein. Ich kann mich nicht bewegen. Gut, dass ich mich nie geheilt habe bisher mit Heiltränken und so ein Kram. Aber man könnte sich theoretisch vorbereiten. Nein. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, ich bin... Ich muss zum Rand. Ja, hallo. Hä? Warum hat die gerade keinen Schaden bekommen? Egal.
Alter! Druckverband! Tschüss! Hasta la vista! Komische Dame! Blutstrahl! Absorbiere das Blut von Feinden in der Nähe, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Cool! Haben wir den Trailer-Boss besiegt? Den habe ich nämlich schon mal im Trailer gesehen. Wo irgendwie gezeigt wurde, dass sie die Grafik nochmal verbessert haben. Ich weiß, das Spiel sieht immer noch nicht ultra geil aus. Aber wir kriegen rote Regenschirme. Ist das eine Waffe? Das muss ja eine Waffe sein, oder? Ja! Das ist ein Schwert. Cool, jetzt bin ich aber der Boss. Und wo kommen wir hier hin? Weil das ist ja nicht der offizielle Pfad. Wir kommen wieder hier hin. Wenn ich hier nach unten rechts gehe, da kann ich, glaube ich, hier irgendwo diesen Ausweis holen, den ich brauche für die U-Bahn. Das kann ich da drauf schieben. Aktiviert die Öffnung. Und auf meiner Karte sind hier auch Gegner, die ich töten muss. Ah, da sind die besseren Feen. Die muss ich eh farmen. Und das ist einer mit einer lustigen Axt. Der Platin droppt. Verrückt. Was? Hallo, Rocker Lady? Kannst du bitte verbrennen? Danke. Die haut mit ihrer Axt auf den Boden, mit ihrer Gitarre auf den Boden, wenn sie stirbt. Cool. Ich sollte mich heilen gehen, anstatt erkunden gehen, ne? Muss ich den Boss nicht wiederholen. Was macht der Schalter? Bücherregale zu einer Brücke. Okay. Ich guck doch nur. Hier ist bestimmt irgendwo ein Checkpoint. Okay, da komme ich nicht durch. Es gibt nämlich irgendeine Fähigkeit, mit der man durch so dünnere Orte durch kann. Aber die habe ich noch nicht. Da ist ein Rittertyp. Hallo, tschüss. Obwohl. Geh mal das Bücherregal kurz. Nehmen wir noch mit. Raikiri und Mikazuki-Angriff kommen. Ja. Eine der Tausenden, die ich keinen Plan habe, wie sie funktionieren. Gerne. Bisschen Material und da ist irgendwie so ein Fahrstuhl. Fahren wir einfach mal mit. Da unten sind irgendwelche Sägen. Habt ihr wenigstens noch ein bisschen was vom Erkunden. Hier ist der Bogenschütze, der da drauf steht. Weg. Gib mir mal deine Fähigkeit. Dankeschön. Ja, man kriegt eigentlich recht so beim Rumlaufen. Ein Suchpfeil. Cool. Beim Durchlaufen kriegt man eigentlich echt viele Fähigkeiten. Das hier ist so eine Mana-Blüte, die füllt mein Mana ein bisschen wieder auf. Und hier ist bestimmt irgendwo ein Checkpoint. Irgendwo. Ich habe das Gefühl, dass hinter dieser Wand ein Geheimnis ist, aber ich weiß nicht, wie ich das Bücherregal bewegen soll. Vielleicht auch nicht. Hallo? Ich erkunde einfach ein bisschen. Und setze mich hier auf den... Hallo? Aua. Ganz schön unhöflich, da einfach hoch zu pieksen. Weg. Wollte er mir einfach in den Popo stechen. Gehen wir einfach runter und töten ihn. So, da ist noch ein Bücherregal. Ah, das darf ich nehmen. Ist bestimmt irgendwie so eine Challenge, das nach oben zu tragen. Habe ich gerade dem im Bücherregal erschlagen und habe dem seine Fähigkeit dadurch bekommen. Versteinerungswiderstand. Ah ja. Ja, vielleicht bei irgendeinem Boss praktisch oder so. Oh. Ich dachte vielleicht, ich komme da irgendwie hoch, aber jetzt sind wir wieder rausgefallen aus dem Gebiet. Okay. Ja, ich weiß jetzt wenigstens, dass es da oben echt viel gibt. Muss ich nur mal offiziell da nochmal hinkommen, später. Jo, aber ich denke, das Video ist lang genug. Ich werde jetzt hier schön speichern gehen. Wir haben zwei Bosse rasiert, haben coole Fähigkeiten von denen bekommen. Das Blutsaugen kann ich nochmal zeigen, wenn ich nett bin. Brauche ich nur noch ein paar Gegner dafür. Die Musik hier in dem Gebiet ist ganz cool. Oder allgemein. Hallo, mächtiges Gemälde. Na gut, ich habe keinen Schaden, ne? Und scheinbar geht es nur bei Gegnern, die bluten können. Da, hier. Machen wir mal ein bisschen Damage. So. Oder muss ich hier das Blut einfach an die Wände schmieren und kann das dann... Da ist Blut rumgeflogen. Das hat mich geheilt. Okay. Verstehe ich noch nicht ganz die Fähigkeit, aber man kann sich irgendwie heilen damit. Gut.
Gut. Dann war es das mit einem kleinen Video zu Bloodstained. Einem sehr, sehr coolen Metroidvania, wo man seiner Sammelgier folgen kann. Es wird, glaube ich, Hollow Knight auch noch für mich besser machen, wenn jeder Gegner eigenen Loot hat. Das ist einfach für mich die ultimative Mechanik in dem Spiel. Das ist einfach genau das, was mich süchtig macht in dem Spiel, glaube ich. Wenn ich weiß, dass jeder Gegner eigenen Loot hat. Wie cool ist das? Also, da farm ich einfach ohne Ende. Da gab es in WoW... Kurz mal hier ein bisschen rumtalken. In WoW gab es mal die zeitlose Insel, falls ihr euch erinnert, zu Mists of Pandaria. Und da war es auch so. Da gab es ultra viele Gegner und jeder hatte einen eigenen Gegenstand, den er droppen konnte. Ich habe so gefühlt alles von den ganzen Gegnern geholt. Ich glaube, da habe ich so viel WoW gespielt wie nie, als diese Insel da war. Weil ich die einfach ultra cool fand dadurch. Das ist, glaube ich, scheinbar so ein Videospiel-Fetisch von mir, dass jeder Gegner eigenen Loot hat und ich Gegner farmen kann für Drops. Haben viele Spiele? Wenn ihr noch mehr Metroidvanias kennt, die sowas haben wie jeder Gegner hat eigenen Loot und jeder Gegner droppt spezielle Waffen oder Zauber, schreibt sie gerne in die Kommentare. Chasm habe ich schon durchgespielt, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das hatte ja auch genau auch so ein Bestarium und Gegner mit eigenen Loot und so. Und da fand ich das schon ultra cool. Aber das Spiel ist wirklich noch ein bisschen größer, ein bisschen cooler. Grafisch ist es sehr merkwürdig, muss ich sagen, das Spiel. Aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Grafisch ist, glaube ich, so die größte Schwäche von dem Spiel trotzdem noch, auch wenn sie die Grafik schon einmal nochmal extra überarbeitet haben, weil alle sich beschwert haben, dass es merkwürdig aussieht. Trotzdem ein super, super cooles Spiel. Und ich kann es nur empfehlen. Falls es euch jetzt gefällt, wisst ihr ja Bescheid. Habt ihr etwas, kostet, glaube ich, 35 Euro auf Steam. Und gibt auch auf anderen Plattformen. Genau. Ja, das war ein kleines Video zu Bloodstained. Ich werde es wahrscheinlich bald durchgespielt haben. Da wird es nicht ein weiteres Video geben. Oder vielleicht, wenn ich durch bin und... Nee, wenn ich durch bin, ist ja auch doof, einfach alles zeigen. Das ist ja der Spaß daran, einfach alles selber zu entdecken. Genau. Jo, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Lady Zimbelmann.